Mahlzeit, liebe Filmfreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu meinem allerersten Video im Jahr 2023. Als allererstes möchte ich euch allen ein gesundes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr seid alle gut reinbekommen. Ich habe auch ein bisschen gefeiert, aber nicht allzu viel, weil ich musste neu arbeiten. Hat mich jetzt auch nicht sonderlich gestört. Es gibt Schlimmeres, muss nun mal sein. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt in diesem Jahr mit dem Monatsupdate von Dezember 22. Da ist wirklich wieder einiges reingekommen bei mir und ja, also ich habe mir auch einiges gekauft, aber ich habe festgestellt, das, was ich mir gekauft habe, ist relativ wenig. Ist relativ wenig, das meiste habe ich geschenkt bekommen von meiner Freundin. Zu Weihnachten, sie hat es dann ein bisschen übertrieben wieder mit den Geschenken. Ich habe mich mega darüber gefreut und sie hat natürlich auch von mir keine Kleinigkeiten bekommen. Ich habe es auch ein bisschen wieder übertrieben, deswegen habe ich mir jetzt im Dezember nicht allzu viel gekauft. Was aber auch nicht schlimm ist, weil Weihnachten ist nur einmal im Jahr und da kann man es auch mal ein bisschen besser ausdehnen, ein bisschen krasser ausdehnen, sage ich es mal so. So, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal in die Ego-Perspektive. Ich zeige euch, was alles so reingekommen ist. Aber ich würde sagen, ich fange erstmal an mit dem, was ich mir gekauft habe. Und dann kommen die Geschenke. Also, viel Spaß dabei. So, und da starten wir jetzt rein mit dem Monatsupdate. Erstmal mit dem, was ich mir im Dezember 22 gegönnt habe. Und ja, als erstes möchte ich natürlich hier anfangen mit Final Destination, der Film, 5 Film Collection. Habe ich natürlich auch ein Unboxing gemacht, könnt euch gerne mal dazu reinziehen, wenn ihr möchtet. Filme habe ich mir natürlich jetzt auch mal wieder reingezogen. War natürlich wirklich schon verdammt lange her, dass ich die gesehen habe. Und ja, sie passen definitiv noch für mich. Kann ich mir immer noch sehr, sehr gut anschauen. Ich bereue diesen Kauf auf keineswegs. Vollkommen in Ordnung. Preis hat für mich auch hier absolut gepasst. Und ja, wer diese Collection noch nicht hat, also unbedingt zuschlagen. Es lohnt sich auf jeden Fall. So, dann weiter geht's mit One Hour Photo. Gleich ein Upgrade auf Blu-ray hatte ich bisher nur auf DVD. DVD kann jetzt raus, dafür kann jetzt die Blu-ray endlich einziehen. Ein richtig guter Film. Also Robin Williams hier mal aus komplett anderer Sicht. Hier spielt er so einen Psychopathen, der halt sehr, sehr einsam und zurückgezogen lebt und halt eine Familie total fasziniert, also wirklich ein richtig grenzgenialer Streifen. Ich will jetzt hier nicht allzu viel krass über die Story jetzt hier erzählen, aber ich muss sagen, der Film, der macht auf jeden Fall richtig Laune, kommt richtig gut rüber. Robin Williams hier absolut grenzgenial gespielt, also wer den Film noch nicht kennt, klare Empfehlung meinerseits. Dann weiter geht's und zwar mit Detox. Das war natürlich der Film gewesen bei der letzten 6-für-30 Aktion, der eigentlich bei mir noch ankommen sollte, der aber nicht gekommen ist. Ja, Amazon wieder verschlammt, keine Ahnung. Musste ich dann neu bestellen. Hatte ich dann auch auf einer anderen Seite bestellt. Ich glaube, bei eBay habe ich ihn dann gefunden gehabt. Auch für einen relativ guten Preis. Und habe ich ihn mir dann endlich dann zugelegt, weil nach über 2 Wochen Warten hatte ich dann echt dann die Schnauze voll, auf Amazon zu warten. Und deswegen habe ich dann Erstattung beantragt. Hier der Film dann endlich angekommen. Ich muss ehrlich sagen, Film hat mir richtig gut gefallen. Also richtig tolle Story, absolut genial. Wurde mir auch natürlich mehrfach empfohlen. Und ich kann den Film auch deutlich, deutlich nur weiterempfehlen. Also man sollte sich den Film definitiv mal reinziehen. Hier lohnt sich's auch. So, dann weiter geht's. Wieder ein Upgrade auf Blu-ray. Hatte ich bisher auch nur auf DVD und jetzt endlich die Blu-ray in der Sammlung. The Sixth Day mit Arnold Schwarzenegger. Also, ich weiß nicht, das ist wirklich für mich ein ganz, ganz starker Film mit Arnie. Also wirklich absoluter Wahnsinn. Ich bin immer noch genauso begeistert bei dem Film, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Wer den Film hier auch noch nicht kennt, unbedingt anschauen. Hier geht es um Klonen von Menschen und von Tieren. Also richtig gut gemacht, absolute Klasse. Wow, also der Film absolute 10 von 10. Ich bin hellauf begeistert. So, dann ein Steelbook ist bei mir auch eingetroffen und zwar nur Halloween Ends. Gleich vorweg, also ich muss hier ganz klar sagen, Steelbook ist hier deutlich schöner als der Film selbst.
Ich habe ja auch ein Unboxing zugemacht, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, was man hier versucht hat bei Halloween Ends, es ist mal was anderes gewesen. Man hat es versucht, es hat hier aber deutlich für mich nicht funktioniert, muss man mal so ganz klar sagen. Also man sieht ja Michael Myers in dem Film wirklich, ja, so gut wie fast gar nicht. Das ist wirklich halt hier das riesengroße Problem, alleine wenn man sich hier die Inhaltsangabe durchliest. Hat mit dem Film überhaupt nichts zu tun. Ich war halt im Kino enttäuscht und habe mir jetzt noch ein zweites Mal gesichtet. Jetzt kann ich auf jeden Fall sagen, der Film ist für mich akzeptabel, aber trotzdem halt bei der neuen Halloween-Trilogie leider der deutlich schwächste und halt auch kein würdiges Finale, meiner Meinung nach. Es ist ein bisschen schwierig. Ja, aber man hätte da ein bisschen mehr rausholen können, aber besser gesagt, deutlich mehr rausholen können, als hier, was komplett Neues zu versuchen, was halt hier leider nicht funktioniert hat. Ich will jetzt auch hier nicht zu krass spoilern. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen draußen, der den Film noch nicht gesehen hat. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, erwartet bitte so gut wie gar nichts an dem Film. Also wenn ich den Film hier bewerten müsste, mehr als 5 von 10 ist hier nicht drin und da war ich wirklich schon mehr als großzügig. Aber wie gesagt, Steelbook wirklich kann sich sehen lassen, könnt euch gerne das Unboxing mal anschauen. Aber wie gesagt, Steelbook schöner als der Film. So, dann kam bei mir dann auch an Hostel. Der erste Teil in dieser 4-Disc-Edition hat mir jetzt auch mal beide Fassungen reingezogen. Ja, Unterschied ist da ganz einfach nur, ja, das Ende. Und der Unrated Director's Cut, der hier erstmals vorliegt, also weiß ich nicht, es ist nur ein anderes Ende, es ist ein Alternativende, was hier nur jetzt reingeballert wurde, halt auch neu synchronisiert, ja, ist ein bisschen nervig, aber gut, okay. Aber dieses alternative Ende findet man auf YouTube, also weiß ich nicht, warum man da hier so einen großen Heckmeck draus gemacht hat, also ja, bisschen enttäuschend. Ich gucke mir dann trotzdem weiterhin den Unrated Extended Cut an, der ist für mich deutlich besser und ja, alleine wegen dem Ende und das passt für mich. Aber Mediabook ist auf jeden Fall richtig schön. Text hat mir auch sehr gut gefallen. Text wurde ja geschrieben von Wolfgang Brunner. Habe ich auch ein Unboxing zugemacht. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen. So, dann natürlich auch Hostel 2 bei mir in die Sammlung eingetrudelt. Zusammen auch Unboxing gemacht halt mit. Besser gesagt, ich habe ja ein Unboxing gemacht mit beiden Teilen hier, könnt ihr euch definitiv mal angucken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den zweiten Teil richtig überragend. Das war mal wieder schön, den zu sichten. Dritten Teil habe ich mit Absicht ausgelassen, weil der dritte ist für mich halt einfach nicht gut. Aber hier der zweite Teil kann sich durchaus sehen lassen. Mediabook ist auch schön verarbeitet, schön gestaltet, bin ich auf jeden Fall auch deutlich zufrieden damit. Ja, Text ist auch in Ordnung, obwohl ich aber sagen muss, hier hat mir der Text hier im ersten Teil ein bisschen besser gefallen. Hier ist es auch okay, kann man gut lesen, passt für mich auch an der Stelle, aber jetzt so überragend fand ich den Text jetzt nicht, ist aber nur meine persönliche Meinung. Trotzdem im Groben und Ganzen ist das Mediabook vollkommen in Ordnung. Film finde ich auch absolut stark und wer den Film auch noch nicht gesehen hat, schwierig jetzt an dieses Mediabook jetzt auch noch ranzukommen. Wenn ihr rankommt, überlegt euch ganz genau, ob ihr diese Preise dann bezahlt oder nicht. Aber halt komplett ungeschnitten kriegt man den Film halt nur, ja, in diesen Mediabooks. So, dann bin ich jetzt erstmal durch mit dem, was ich mir gekauft habe. Und wir starten dann jetzt gleich mal weiter mit den Geschenken. So, und da starten wir jetzt mal mit den Geschenken. Und ja, wir legen hier los mit Schokolade. Meine Freundin war natürlich auf der Comic-Con gewesen im Dezember. Ich konnte da nicht mit, weil ich es zeitlich auch nicht geschafft habe und es hätte auch finanziell bei mir den kompletten Rahmen gesprengt. Und sie hat mir dann natürlich auch was mitgebracht, eine Kleinigkeit hier. Schokolade, Crystal Lake Schokolade, 8 tödliche Riegel, also der absolute Hammer. Ich habe mich richtig darüber gefreut. Für mich hier Halloween Schokolade. Der absolute Hammer. 8 mörderische Riegel. Also, das war für mich hier so von den Schokoladendingern das absolute Highlight. Habe ich mich richtig gefreut. Und wie soll es natürlich auch anders sein? Freddy Krüger Schokolade. 8 albtraumhafte Riegel. Also, finde ich absoluter Wahnsinn. Bekommen natürlich auch einen wunderschönen Platz hier bei mir in der Sammlung. Habe ich mich richtig drüber gefreut. Ja, und das war nicht das Einzige, was sie mir von der Comic-Con mitgebracht hat. Sie hat mir dann natürlich auch noch hier dieses Brettchen mitgebracht, dieses Brot.
Brettchen, also der absolute Hammer. Hier ein Michael Myers und ein Jason Voorhees, also der absolute Hammer. Ich finde dieses Brettchen hier richtig wunderschön, also absoluter Hammer. Werde ich natürlich nicht zum Broteschmieren verwenden, dafür ist es mir echt zu schade. Und bekommt natürlich auch einen wunderschönen Platz bei mir in der Sammlung. So, weiter geht's dann natürlich. Ich habe dann auch noch was anderes bekommen, und zwar hier Justice League, den Zack Snyder's Cut, habe ich mir jetzt auch mal reingezogen. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Film ist richtig Bombe, absolute Klasse, hat mir sehr gut gefallen. Finde den Snyder's Cut deutlich besser als die Kinofassung, ist natürlich ein bisschen langatmig mit 4 Stunden Laufzeit, oder besser gesagt über 4 Stunden Laufzeit, also das ist wirklich schon der absoluter Wahnsinn, muss man schon ganz klar sagen. Aber trotzdem, hier bekommt man viel, viel mehr zu sehen. Auch wird das alles viel, viel deutlicher alles so erklärt. Also ich finde den Snyder's Cut richtig gut. Was halt gewöhnungsbedürftig ist, das Bildformat, das ist hier leider nur 4:3. Hat mich am Anfang auch ein bisschen gestört. Aber dann, umso länger ich mir den Film angeschaut habe, konnte ich dann damit leben. So, weiter geht's dann natürlich mit Der Tod steht dir gut, habe ich auch bekommen. Richtig geiler Film, hatte ich bisher auch nur auf DVD. Somit auch ein Upgrade, absolute Klasse. Habe ich mir natürlich auch mal wieder angeguckt, nach langem. Also ich finde den Film immer noch genauso witzig, wie ich ihn noch in Erinnerung hatte. Also hier auch ganz klare Filmempfehlung, sollte man sich definitiv mal anschauen. So, weiter geht's dann auch mit einem Upgrade gleich auf Blu-ray. Das Vermächtnis der Tempelritter und das Vermächtnis des geheimen Buches. Richtig starke Filme, absolut grenzgenial, haben mir richtig gut gefallen. Zieh mir die Filme heute immer noch gerne rein. Und ja, für mich absolut ein Muss in der Sammlung. So, dann geht's natürlich weiter. Ja, wir sind noch nicht am Ende. Und ja, da habe ich dann bekommen Dragon Ball Z. Die Filme, die mir jetzt noch fehlen in dieser Blu-ray-Box hier, absolute Klasse, also ich finde die Boxen richtig schön. Ich hatte da auch mal eine angeboxt gehabt, findet auch auf meinem Kanal. Und wir hatten da jetzt noch zwei Boxen haben mir da jetzt noch gefehlt. Diese wurde mir dann gleich zu Weihnachten geschenkt, also einfach nur genial. Und ja, ich halte es auch gleich in die Kamera rein, besser gesagt, ich habe gleich beide Boxen bekommen, die mir jetzt noch in der Sammlung gefehlt haben. Also einfach nur Wahnsinn, was ich da geschenkt bekommen habe. Ich bin immer noch genauso sprachlos, wo ich es ausgepackt habe. Also richtig genial. Somit habe ich jetzt endlich die Dragon Ball Z-Filme alle in meiner Sammlung auf Blu-ray. Und ja, das wird dann auf jeden Fall dann auch mal wieder ordentlich Zeit kosten, sich die Filme mal wieder reinzuziehen. Aber die Zeit, die nehme ich mir durchaus gerne, weil ich bin auch ein Dragon Ball Z-Fan. So, dann geht's weiter. Ja, ich habe dann noch mehr bekommen, und zwar ein Mediabook. Mirrors stand natürlich bei mir auch auf der Wunschliste. Meine Freundin hat mir diesen Wunsch erfüllt. Absolut grenzgeniales Mediabook, muss ich ganz klar sagen. Der Text da drin ist auch richtig gut. Und ja, der Film, das war auch eine Erstsichtung gewesen. Ich muss ganz klar sagen, also der Film, der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Kann ich jedem nur empfehlen. Absolute Klasse, auch das Mediabook. Ach, ich finde es einfach nur grenzgenial. Film richtig super, sollte man sich definitiv mal anschauen. So, dann kam bei mir dann auch noch Mother's Day in diesem schicken Mediabook von Infinity Pictures, und ich muss auch ganz klar sagen, der Text hier drin ist auch richtig krass, richtig toll. Ich war dann auch so ein bisschen abgefuckt wieder, wo es zu Ende war. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr gelesen. Aber nichtsdestotrotz, der Film, also das war auch eine Erstsichtung gewesen, es war ein Blindkauf, und ja, was soll ich da groß sagen, also absoluter Spitzenfilm. Hier habe ich absolut nichts zu meckern. Hier stimmt für mich alles von der Story, von der schauspielerischen Leistung her. Also Spannung kommt auf jeden Fall hier auch auf. Man fiebert von der ersten bis zur letzten Minute mit. Hier eine ganz klare 10 von 10 von mir. Film unbedingt mal anschauen, wer den Film auch noch nicht kennt. So, dann noch ein Mediabook schmückte dann meine Sammlung, und zwar Open 24 Hours.
kam dann auch bei mir an, oder was er sagt, kam bei mir auch als Geschenk an. Also ihr seht schon, es ist der absolute Wahnsinn, was ich da geschenkt bekommen habe. Dieses Mediabook auch richtig schön gestaltet. Was ich aber hier zu kritisieren habe, ist halt wirklich der Text hier drin. Der Text ist, ja, relativ klein, jetzt auch nicht sonderlich spektakulär. Ich habe da jetzt nicht so sonderlich noch ein paar Hintergrundinformationen jetzt zu dem Film bekommen. Ist ein bisschen schade, aber der Film, ja, der ist durchaus in Ordnung, kann man sich definitiv mal reinziehen. Macht auf jeden Fall auch Spaß, guter Slasher-Film, passt auf jeden Fall. Aber ob man da jetzt unbedingt ein Mediabook von braucht, jetzt erstmal so dahingestellt. Trotzdem freue ich mich wahnsinnig hier über dieses wunderschöne Teil. Ich finde es trotzdem schön gemacht, ganz ehrlich. Ich hatte jetzt auch ja von diesem Label, wie heißt das hier nochmal, Marumi. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sieht man es hier oben? Ja, das ist halt das Label, von dem hatte ich halt noch gar nichts in der Sammlung, ist jetzt halt das, auch das halt auch das erste, was ich jetzt in meiner Sammlung habe, aber ist vollkommen in Ordnung, Film passt für mich deutlich. So, und dann das letzte, ja, da kam dann auch hier Blackwater Abyss bei mir dann an. Richtig toller Film. Ich hatte mich da auch mal vorher mit dem Dominik von Speed Days TV auseinandergesetzt. Sprich mal kurz ausgetauscht über den Film und Grüße gerne an dieser Stelle raus. Er meinte so zu mir, ja, der Film, der lohnt sich auf jeden Fall, kannst du dir auf jeden Fall reinziehen. Und ja, war dann auch gleich auf meiner Wunschliste und ja, wie man sieht, meine Freundin hat mir den Wunsch erfüllt. Für mich halt das Cover A, ja, ich habe hier das Cover A, für mich das deutlich bessere Motiv, aber das ist immer wieder Geschmackssache, ich finde das richtig schön. Hab hier absolut nichts zu meckern. Der Text da drin ist auch richtig gut und ich kann mich auch den Worten des vom Dominik nur anschließen. Ich finde den Film auch sehr, sehr sehenswert. Der ist richtig geil. Hat natürlich jetzt hier mit dem ersten Teil nicht mehr wirklich was zu tun. Sind zwei unterschiedliche Stories, aber trotzdem die Story, die macht Bock. Die kann man sich mal durchaus reinziehen. So, und deswegen hier klare Filmempfehlung. Den Film gibt's nicht nur im Mediabook, sondern halt auch im ganz normalen Standard Amari. Also man muss hier nicht auf das Mediabook zugreifen. So, dann bin ich hier durch und dann gibt es noch mal kurz ein paar Abschlussworte zu dem ganzen Monatsupdate. Bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, das war mein Monatsupdate, sprich das letzte Update aus dem Jahre 2022, sprich Dezember 2022. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Also es ist einfach nur total krass, was ich da alles bekommen habe. Alleine die Geschenke. Boah, Wahnsinn. Ich bin da immer noch total sprachlos, also was mir da meine Freundin alles so unter den Baum gelegt hat. Also das ist der Wahnsinn. Aber ich muss aber auch ganz klar sagen, sie war von meinen Geschenken Gott sei Dank genauso überwältigt, wie ich von ihren Geschenken überwältigt war. Es ist Weihnachten, man gönnt sich das eben. Und ja, für mich gibt es auch, muss ich ganz ehrlich sagen, an Weihnachten nichts Schöneres, als strahlende Gesichter zu sehen, wenn man sich über die Geschenke freut oder allgemein über das Beisammensein und. Das ist für mich dann immer so wirklich so mit so das Schönste an Weihnachten, finde ich absolute Klasse. Wie gesagt, es ist ordentlich was geworden, ordentlich Filmmaterial und krass, krass. Ich wollte eigentlich sagen, ja, im Januar wird es dann ein bisschen weniger, aber ja, die ersten Updates liegen auch schon da. Es geht dann natürlich gleich weiter, aber ich denke jetzt mal nicht, dass es im Januar so extrem krass sein wird. Ich versuche mich da echt mal ein bisschen zu drosseln, ich muss da echt mal ein bisschen runterfahren, obwohl es dann noch so einige Filme auf meiner Liste gibt, die ich unbedingt noch upgraden will. Ich hoffe, das kriege ich auch dieses Jahr dann noch alles gebacken. Ist auf jeden Fall auch mein Ziel und ja, dann bin ich hier durch. Schreibt mir ruhig mal eure Meinung zu diesem Update in die Kommentare, auch zu dem Film. Bin auf jeden Fall mal auf eure Meinung gespannt und ich würde sagen, wir sehen uns gesund und munter beim nächsten Video hier wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.